Ich hatte gestern ein super Spiel gegen Bela Krattiger, knapp in 2 Sätzen verloren. Wie war es jetzt für dich, um nochmal zurückzukommen? Ist es jetzt gerade gut gewesen? Habe ich die Pause gehabt, von gestern auf heute? Oder hättest du gestern am liebsten gerade weitergespielt? Irgendwo muss man immer wieder den Fokus finden. Ja, es war eigentlich sehr ärgerlich gewesen, gestern in der Niederlage. Wir haben noch nie gegen Sergio Beach Tour gewonnen. International haben wir es immer geschlagen. Das ist das Wichtige. Ja, ich denke, neu Dreifinger. Ich meine, das ist jetzt die perfekte Vorbereitung für die WM nächste Woche, wo wir gehen. In Hamburg, da haben wir auch jeden Tag ein Spiel, Tag Pause, wieder Spiel. Ich denke, das ist genau der Rhythmus, den wir jetzt gerade können brauchen. Und ja, jetzt sind wir motiviert und in der WM legen wir nochmal einen Zacken zuzulegen, dass es möglichst weit lenkt. Du sprichst es gerade an, WM. Adi, für dich das erste Mal. Was löst das für Gefühle in dir aus? Ja, ist natürlich ein schönes Gefühl, endlich an die WM zu gehen. Das war natürlich ein Kindheitstraum oder ein grosser Traum von Anfang meiner Karriere, weil ich hier auch in Gstaad war. Als die WM in der Schweiz war, bin ich schauen. Und dort habe ich mich dann so entschieden, ja, ich will doch, jetzt auch mal sicher in Gstaad spielen und sicher auch mal die WM. Und jetzt ja, habe ich es geschafft und ich bin glücklich und ja, sicher auch ein bisschen nervös. Aber ja, ich habe einen Routinier neben mir. Und ich denke, das wird gut kommen, weil jetzt, ja, in dieser Vorbereitung sicher noch mal ein bisschen drauflegen, dann das Spiel. Aber eben, WM ist WM und kein normales Turnier. Ich denke, da können wir noch mal ein bisschen rausholen. Der Routinier, Mirko, für dich sind es die Zweiten. 2015 sind es deine Ersten gewesen. Mit welchen Erwartungen reist du jetzt auf Hamburg? Also 2015 bist du 9. geworden. Ja, und mit einem super Partner, also da, der Gavatuller. Nein, Erwartungen, ich glaube, wir gehen für Spiel, so wie wir es dann 2015 gemacht haben. Und wir probieren möglichst weit zu kommen. Je weiter wir kommen, Top 10, wäre natürlich genial, alles andere. Ja, Spiel für Spiel, wir haben eine einfache Gruppe verwünscht mit den Letten, Kanadier und Chile. Ja, spielen und dann sehen wir, wie weit es reicht. Jungs, alles Gute, Gratulation zum 3. Platz und geben Vollgas in Hamburg.